Kriegsgerüchte, aber auch Kriegsmeldungen. So hat jetzt der Iran wohl Israel angegriffen. Und da ist die Befürchtung, dass wenn es zu einem Vergeltungsschlag kommen sollte seitens Israel, dass das sich ausweitet in vielleicht sogar einen Atomkrieg, wo Nuklear- oder Atomwaffen zum Einsatz kommen. Was sagt die Bibel dazu? Ist das realistisch? Könnte das auf die Welt zukommen? Und wir machen da gleich weiter. Die kurze Antwort meinerseits ist ja. Das kann dazu kommen, auch aus der Sicht der Bibel, so wie ich es verstehe. Gleichzeitig sagt die Bibel auch, dass Gott wird seine Gnade ausgießen über die Einwohner von Jerusalem. Das ist in einem Endzeit-Szenario zu verstehen aus dem Buch Sachaia. Was damit gemeint? Die Stadt Jerusalem heute kann bereist werden. Die ist intakt existent. Du kannst da hingehen. Da wohnen Menschen, die sprechen Hebräisch, die leben dort. Es ist ein Ort, der existiert. Was damit gemeint, wenn die Bibel sowas sagt? Denn wir leben in dieser Endzeitsphäre. Die Vier Reiter der Apokalypse ist nur eine Redewendung, das findest du in der Bibel so nicht wieder. Vier Reiter der Apokalypse, aber das ist das gängige Bild, um die ersten vier Siegel zu beschreiben, als Jesus das Buch öffnete. Das Buch mit den sieben Siegel in der Hand des Vaters, das ist die erste Erscheinung, die wir zu sehen bekommen. Und die bedeuten nichts Gutes für die Menschheit. Okay, das weiße Pferd und dann folgen die Pfeile, das schwarze Pferd, das rote Pferd, Krieg und Seuchen oder Tod, das fahle Pferd, all das, was auf die Welt zukommt, weil die Welt sich entschieden hat, sich gegen Gott zu platzieren, all das, was über die Welt kommt, ist Verheerung und nichts Gutes. Aber die ganzen Entwicklungen der Jahrhunderte hinweg, die haben mit diesem Bild zu tun deswegen ich betrachte all das, was gerade passiert aus der Sichtweise oder aus der Sichtweite der Bibel. Erst betrachte ich die Prophetie und dann versuche ich die politischen Sachen zu verstehen, denn was hier passiert, es wird zwar politisch ausgefochten, aber ein geistiges Grundprinzip ist hier am Wirken und die Schrift hat uns schon längst vorausgewarnt. okay Jesaja 46 zum Beispiel der Vater sagt das, er hat das Ende von Anfang an schon vorausgesehen und er hat uns auch informiert. Also, könnte es zu einer Atom- oder Nuklearsache kommen? Ja, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Wie passt das mit das endzeitliche Szenario zusammen? Wenn jetzt die Bibel sagt, dass die Einwohner von Jerusalem werden Gnade erfahren, wie ist der Zyklus, was ist der Trend sozusagen? Wenn da Prophetien da existieren über die Zerstörung von Jerusalem, wie passt das heutige Jerusalem mit in dieses Bild, wenn doch steht, dass über die Einwohner von Jerusalem wird Gott seine Gnade ausgießen. Wenn wir von Israel jetzt was lesen oder hören aus der Bibel, ist damit nur die Nation Israel, die natürliche Nation gemeint. Die Menschen, die aus den Ländern von Jakob, entsprechend von Isaak oder von Abraham gekommen sind. Sind das die Israeliten, die die Bibel meint? Was können wir daraus lernen? Was hat es mit dem Buch des Lebens auf sich? Warum kommt das so interessanterweise an manchen Stellen vor? Moses hat schon davon gesprochen, 2. Mose 32, liest du, dass er das schon angedeutet hat. Aber im Buch der Offenbarung, da kommt es vor, das Buch wurde aufgemacht und manche Menschen standen da drin und viele standen da nicht drin. Was hat das zu bedeuten für die Endzeit? Wenn jetzt hier geschrieben steht, dass über die Einwohner von Jerusalem, nun, Jerusalem ist nun mal die Hauptstadt von Israel, die ja jetzt angegriffen wurde, wo ein Vergeltungsschlag jetzt passieren könnte. Was hat das mit diesem zu tun? Denn hier der Streifen auf der Landkarte ist aber auch auf der Landmasse zu sehen. Menschen wohnen dort, es ist eine Nation. Wenn wir schon bei dem Thema sind, Nationen, das steht doch drin, dass alle Nationen werden aufmarschieren, um gegen Gott zu kämpfen im Tal der Entscheidung. Das ist das Stichwort Armageddon. Wenn ein Nuklearkrieg ausbricht, was bleibt dann über, um gegen Gott zu kämpfen, wenn die Prophetie sich noch erfüllen muss? Und zu guter Letzt wird eine Nation überbleiben. Gibt es eine, die verschont wird oder die sich auf die Seite Gottes platzierte? Wie zum Beispiel jetzt Uganda oder Deutschland oder Schweden oder sogar Israel. Gibt es da eine Nation, die biblisch gesehen, wo es vorausgesagt wurde, dass diese Nation kommt davon, weil diese hat sich auf Gottes Seite platziert? Okay, es wird ein etwas längerer Vortrag. Ich werde versuchen, das alles zusammenzudichten, denn das, was gerade aktuell passiert, ist Teil eines größeren Bildes. Okay, Wir sind jetzt in einem fortgeschrittenen Zustand als vor zehn Jahren. Die Bibel hat alles vorausgesagt. Wenn man nur das Buch Daniel lesen würde, da sieht man, dass Daniel hat ganz klar geschrieben, zu welcher Zeit er lebte und er hat Sachen geschrieben, die sich 300 Jahre später erfüllt haben. Ganz klar, der Daniel, der diese Ereignisse geschrieben hatte zu Babylons Zeiten, hätte gewisse Dinge aus dem griechischen Reich nicht selber sehen können, weil er war schon tot, aber er hat schon darüber geschrieben. Also eine prophetische Macht, die da am Wirken ist, weil die aus Gott kommt. Wenn die Menschen es nur beherzigen würden, dass all dies wurde vorausgesagt, dann wäre es auch abwendbar, dann würden die Menschen sich zu Gott kehren. Aber Gott hat uns gesagt, wie es ausgeht. Also fangen wir mal von vorne an. Israel ist angegriffen und wenn es zu einer Atomsache kommt, manche Länder halten sich bedeckt, welche Länder haben wirklich Atommacht, kann es überhaupt so weit kommen? Wie groß wird der Schaden sein? Ich denke schon, weil einige aktuelle Film- und Fernsehserien thematisieren gerade dieses Bild und dieses Konzept. Okay, Eine Welt, wo alles zerstört wurde durch Atome-Macht und Menschen leben da in Bunkern oder die Welt ist nicht mehr so, wie es war, verstrahlt. Deswegen, ich denke, dass die Menschen nicht nur berieselt werden, aber auch vorinformiert werden. Die werden darauf. Vorbereitet, dass dieses passieren kann und dass man vielleicht sowas schon mal gesehen oder geahnt hat. Ich denke nicht, dass es nur umsonst ist. Ja? Wie schlimm wird es sein? Das bleibt abzuwarten. Wie groß ist das Säbelrasseln oder kommt es wörtlich dazu? Und hat die Bibel etwas gesagt, was dieses Bild entsprechen könnte? So, Meine Sache dazu ist, die vier Reiter der Apokalypse, bleiben wir bei diesem Bild, die versprechen ja nichts Gutes für die Welt. Weil die Welt ja so böse ist und vielleicht hast du es vor zehn Jahren nicht so gesehen, aber je mehr du Gottes Wort betrachtest und du siehst, wie Menschen sich entwickeln und du stellst dir vor, es muss sogar noch schlimmer kommen, dann verstehst du die Zornbeschreibung aus Jesaja 63 oder Offenbarung 19, wo der Herr, der hier auf dem weißen Pferd, das erste Pferd symbolisch zu sehen ist, mit Grimm zurückkehrt, weil die Menschen haben sich wirklich da aufgemacht, ihn zu hassen und die wollen physisch gegen ihn kämpfen. Das baut sich gerade ganz klar vor unseren Augen auf. Aber was ist jetzt hier mit der Menschheit, wenn jetzt zu einer Atomsache jetzt da kommen sollte? Nun, die Reiter der Apokalypse, speziell diese drei, das schwarze Pferd und das rote Pferd, Krieg und hier Tod und Seuchen und hier Hunger und äh, äh, Knappheit diese ganzen sachen wo ist es jetzt angenehmer dass menschen durch diese dinge sterben und nicht durch atom denn ich nichts davon eigentlich haben möchte okay nichts davon wünsche ich mir herbei die frage ist jetzt wie in der bibel die todesstrafe wurde jetzt vielleicht verhängt weil jemand war so böse gegen gott und hat nicht buße getan und jetzt war steinigung das gängige um die todesstrafe auszuführen aber sagen wir jetzt mal in unserer zeit wäre es durch das Erschießen oder damals vielleicht, dass man den Menschen erhängt, der es tat. Was ist jetzt angenehmer? Eine Giftspritze, erschossen zu werden, gehängt zu werden, gesteinigt zu werden. Was ist angenehmer? Okay? Ein Todesurteil ist Todesurteil, ein Todesausspruch ist ein Todesausspruch. Die Art, wie es jetzt herbeikommt, kann man jetzt argumentieren, aber die Bibel spricht ja schon von viel Leid im Buch der Offenbarung, dass Menschen fünf Monate lang. Sich quälen werden, ob es jetzt durch Hunger oder Lava-Ausbruch ist. Der Punkt, den ich machen will, ist, es spielt nicht so die große Rolle, durch was es passiert. Schlimm genug, dass es passiert, dass es vorausgesagt wird. Aber jetzt aktuell, in welcher Dimension wird es gehen? Das bleibt abzuwarten, aber diese ganzen Dinge, die kommen. Okay? Das heißt, das, was gerade passiert, ist ein Teil, ein großer Eckpfeiler, ein größerer Eckpfeiler als das, was wir vor 10, 20 Jahren hatten. Okay? Es naht sich wirklich das Ende, Ende zu. Die Apokalypse kommt jetzt langsam, okay? Ist stetig, sicher, aber die ist jetzt schon an Ort und Stelle. Die ganzen Eckpfeiler, viele davon stehen schon aus meinem Verständnis. Gut. Also ja, es kann passieren. Wie groß wird es sein? Es kann nicht die ganze Erde äh, jetzt hier auslöschen, weil Einiges muss überbleiben. Die Frage ist, in welchem Zustand bleibt noch was über, wenn diese ganzen Sachen passieren werden? Okay? Große Hungersnot. Äh, Seuchen, Länder, die durch Krieg zerrissen wurden. Und das Ganze wird sich dennoch vereinen, um nochmals gegen Gott auszurücken, physisch. So schlimm wird es sein. Okay, lass mich dir mal ganz kurz etwas vorlesen, was auf die Thematik Nuklear- oder Atomkrieg deuten oder führen, zurückzuführen äh, wäre oder sein kann. Wobei hier in Sachaya das ist schon das Ende. Da ist die Frage, wieso kommt es an der Stelle vor? Es ist symbolisch für das, was schon vorher passiert. Aber hier zum Beispiel in Zachariah 14, 14:12, der Zeitpunkt, der passt für mich nicht so ganz, weil hier steht, aber die Beschreibung ist interessant, das aber wird die Plage sein, mit welcher der Herr alle Völker schlagen wird, die gegen, Achtung, Jerusalem Krieg geführt haben. Ihr Fleisch wird verfaulen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Ihre Augen werden verfaulen in ihren Höhlen und ihre Zunge wird verfaulen in ihrem Mund. Klingt so wie irgendwas, was rasch über die Menschheit kommt. Muss nicht unbedingt begrenzt sein auf Atom oder Nuklear, aber die Sprache, die, die sagt mir, irgendwas ist da, was vielleicht in diese Richtung gehen könnte. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass eine Verheerung schon längst beschlossen wurde. Als die Schuhe die Siegel öffnete aus der Hand des Vaters, das Buch mit den sieben Siegeln, das wurde schon vorausgesagt vor 2000 Jahren. Okay, hier lesen wir in Kapitel 9, Offenbarung, und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereitstanden, den dritten Teil der Menschheit zu töten. Okay, den dritten Teil der Menschen zu töten. Und die Zahl... Des Reiterheeres war zweimal 10.000 mal zehntausend, 10 und ich hörte ihre Zahl. Und so sah ich in dem Gesicht die Pferde und die darauf saßen. Sie hatten feurige und violette und schwefelgelbe Panzer. Und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe, könnte Kriegsmaschinerie sein, und aus ihren Mäulern ging Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Durch diese drei wurde der dritte Teil der Menschen getötet. Von dem Feuer und von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn ihre Macht liegt in ihrem Maul und ihre Schwänze gleichen Schlangen und haben Köpfe und auch mit diesen fügen sie Schaden zu. Und jetzt, und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände so dass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie taten nicht Buße weder über ihre Mordtaten noch über ihre Zaubereien noch über ihre Unzucht noch über ihre Diebereien. Also egal was passiert, die Menschen tun nicht Buße, obwohl diese ganzen Schrecklichen Sachen hier passieren. Okay? Und hier, Kapitel 8 zum Beispiel, hier steht, und er, diese ganzen Heuschrecken, das ist ein langer Part, ich lese noch hier zwei, drei Verse, die ganzen Heuschrecken, die kommen, und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, also sprich die Menschen, okay? Sondern sie sollten fünf Monate lang gequält werden. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er. Einen Menschen sticht und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden und sie werden begehren zu sterben und der Tod wird von ihnen fliehen. Aber die Menschen tun nicht Buße. Es läuft auf dieses Bild hinaus. Die Menschen werden in Tal oder im Tal der Entscheidung versammelt sein, um physisch gegen Gott zu kämpfen, weil sie Gott so sehr hassen. Hat Gott vorausgesehen im Prinzip eine Strafe, aber auch eine Möglichkeit zugleich? Denn wenn hier steht und sie taten nicht Buße, es sollte die Menschen noch mal hier anregen, darüber nachzudenken, welchen Weg sie gerade eingeschlagen haben, aber die kehren nicht um. Okay? Also das, was wir jetzt hier gerade hören, ist nur, wenn wir jetzt sagen könnten Anfang, dann ist schon viel passiert in der Historie der Menschen, aber eine Weiterführung und es wird immer noch schlimmer werden. Also ja, es kann passieren. In welcher Dimension bleibt abzuwarten. Die Menschheit wird es spüren, wir alle inklusive. Aber jetzt steht doch, dass über den Einwohnern von Jerusalem da wird Gnade ausgegossen werden. Gut, um jetzt das Konzept von Jerusalem, den Trend zu verstehen, Zerstörung, Wiederaufbau von Jerusalem, dass wir das vor Augen haben, mache ich hier mal eine kurze Skizze und dann kommen wir gleich zurück und sprechen drüber. Nur eine kurze Skizze. Jerusalem oder Jerusalem. Die Bedeutung ist Erbe des Friedens. Das Schalam am Ende ist sogar ein Diphthong. Das heißt, etwas, was in zweifacher Form vorkommt. Das, ist das Beste, wie ich es beschreiben kann. Auf jeden Fall Erbe des Friedens sozusagen. Okay? So, da, wo Frieden herrscht. So. Jetzt die Entstehung von Jerusalem hier auf der Erde. Das können wir ganz gut nachvollziehen aus der Bibel, wie es überhaupt gekommen ist. Dass wir hier ein Jerusalem auf der Erde haben, weil das Jerusalem, worum es wirklich geht, ist das himmlische Jerusalem. Wir bekommen hier auf der Erde ein Abbild, zumindest das, was es repräsentieren soll. Ja, wir bekommen hier auf der Erde ein Jerusalem, welches das himmlische Jerusalem repräsentieren soll. Sollte hat es das getan? Also war diese Repräsentation Gültig, gütig, einsetzfähig, ist es so gekommen oder wurde es immer wieder zerstört, weil es Gottes Maßstäben nicht gerecht wurde, trotz Warnung und trotz Anleitung. Wie ist die Historie, wie ist der Kontext? Okay, ist für mich wichtig, weil wir wollen ja verstehen, wer sind die Einwohner von Jerusalem, die da Gnade erfahren werden am Ende der Zeit. Gut, ja, das hilft dir vielleicht zu verstehen, mit welcher Nation sollst du jetzt stehen, Sollst du für ein gewisses Volk beten? Sollst du irgendwo hinreisen, um die Festtage zu feiern? Gibt es da irgendein Volk aus den ganzen Völkern, die jetzt da eine besondere Beziehung haben zu Gott? Besteht der Schutz von Gott über irgendeine besondere Nation? Vielleicht, weil es einen historischen Kontext hat, ist da, wo jetzt dein Herz hingehen sollte. Was heißt es für dich? Was bedeutet es, im Buch des Lebens zu stehen, etc. etc.? Ich möchte dass wir dieses Thema verstehen, weil wir müssen noch viel durchmachen in dieser Endzeit-Sache, äh, die jetzt ja gerade auf uns zukommt. Okay? Wo soll Zuflucht sein? Wo wird unser Herz sein, wenn es um Jerusalem geht? Also das Jerusalem, was wir hier auf der Erde sehen, ist nur ein Abbild. Sollte ein Abbild des himmlischen Seins. Gut. Ich gebe dir eine kurze Historie. Jetzt äh, 5. Mose 7. Wir haben da Sieben Völker, die ausgetrieben werden sollten. Du hast vielleicht mal gelesen aus der Torah-Portion, die Hethiter, die Gürkasiiter, die Jebusiter, die Amoriter etc. Also Nationen, die sehr korrupt und böse waren. Das waren die Kananiter. Gott hat gesagt, treibt sie aus. So unter diesen sieben, da gab es ein Volk, das waren die Jebusiter. Und Joshua wird jetzt physisch die Kinder Israels jetzt ins weiße Land reinbringen ein Sinnbild. Joshua, Jehoshua, Jeshua ist die Kurzform von Jehoshua und der damalige Jehoshua hat die Kinder Israels ins verheißene Land gebracht und das ist auch ein Sinnbild für Jeshua, der uns ins verheißene Land bringt, denn wir haben das himmlische Jerusalem, wenn Gott also sagt, er wird die Einwohner von Jerusalem, er wird sie segnen oder Gnade ausgießen. Da müssen wir verstehen, welches Jerusalem ist hier gemeint. Das himmlische Jerusalem, ich gehe noch mal ganz kurz zurück auf Johannes, er sagt uns was, dass er sieht das neue Jerusalem herunterkommen. Aber er sagt gleichzeitig, dass er sah den Himmel und die alte Erde nicht mehr. Könnte einiges bedeuten. Ich verstehe es auf eine Form. Aber es passt auch, wenn es anders wäre. Ich lese mal vor und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Auf Baum 21:1 und dann sagt er, dass er sah die Stadt herunterkommen. Okay? Er sah die Stadt und es kam zu mir einer der sieben Engel, welte die sieben Schalen hatte die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel kam. Und das ist das neue Jerusalem. Okay? Das ist das neue Jerusalem. Und das hier das neue, was es hier auf der Skizze an dieser Seite platziert habe. Das würde heißen, das himmlische Jerusalem und das neue Jerusalem sind in jedem Fall verbunden. Frage ist jetzt, hat Gott das jetzige Jerusalem dort, wo er aktuell thront, umgeformt, neu gemacht oder ist es nur das Reformierte? Wie dem auch sei, was jetzt da unten auf uns hier wartet, von oben herab ist das, Neue Jerusalem ist die Stadt Gottes. Das ist ja der Punkt. Auf dieses Jerusalem warten wir. Kommen wir der Sache jetzt näher. Wenn da steht, dass über die Einwohner von Jerusalem wird Gott seine Gnade ausgießen, dann verstehen wir aber, es sind doch Menschen, die aber auf der Erde hier wohnen. Kommst du mit? Wenn Gott sagt, er wird seine Gnade ausgießen, gerade in diesen turbulenten Zeiten. Dann sind es doch Menschen, die auf der Erde wohnen. Frage ist jetzt: Sind es die, die in dieser Stadt wohnen, oder ist es Stellvertretend für dieses Land, der Streifen, wo jetzt Jerusalem die Hauptstadt ist? Denn wenn du dieses Land bereist, du wirst oben im Norden im Galil die Stadt Sfat oder unten hier Elat oder du wirst in Tiberias, ne? viele, viele Caesarea, viele Städte gibt es dort. Warum? Wird jetzt nicht über die Stadt Caesarea jetzt Gnade ausgegossen? Warum ist Jerusalem? Oder ist es stellvertretend für all die, die in Israel leben? Oder ist es stellvertretend für alle, die mit Israel sich verbunden fühlen? Oder ist es an alle gedacht, die für Israel beten? Oder was ist damit gemeint? Okay. Ich glaube, es wichtig ist wichtig, weil das bringt uns auch zum Verständnis des Buch des Lebens. Was will dieses Buch uns eigentlich sagen? Also, wir schlussfolgern. Dass das Jerusalem, worum es im Kern geht, ist das himmlische Jerusalem. Aber eine kurze Historie zum irdischen Jerusalem. So, Joshua, haben wir gesagt, ist jetzt der, der jetzt physisch den Kindern Israel in das Land bringen wird. Und wir lesen hier etwas in Kapitel 3, Joshua und hier Vers 10. Hier steht: Denk mal dran, Israel sollte diese korrupten. Nationen, diese Menschen, die so böse waren gegen Gott, auslöschen. Und Joshua sprach, Vers 10, daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kananiter, Hethiter, Heviter, Pheresiter, Gürgersiter, Amoriter und Jebusiter gewiss vor euch vertreiben wird. Das heißt, diese Menschen, die wohnten einst, diese Kavaniter, wohnten in dem Bereich, welches wir heute als Israel kennen. Und die Jebusiter, das war ein Volk von den sieben, die ausgetrieben werden sollten. Der König David, er ist ja sozusagen ein Antitypus für Christus, denn er ist ja der König, der über die zwölf Stämme regiert. Und er regiert aus Jerusalem heraus. Ja? So wie der wahre König eines Tages in Jerusalem auch regieren wird. Und der wahre König ist Jeshua Jesus. So. Zweiter Samuel und nur ein paar Verse. Jetzt nimmt David, der König David, die Stadt der Jebusite ein. Haben wir gerade gelesen aus Joshua. Und hier nur ein paar Verse. Hier steht: Und der König zog mit seinen männern nach jerusalem gegen die jebusiter denn die jebusiter die lebten noch in diesem streifen okay und die stadt ihre stadt war jerusalem die haben es eingenommen sozusagen das ist ein prophetisches bild die gehört da gar nicht rein obwohl sie am anfang eigentlich da waren kommst du mit das ist eine kette in der kette in der prophezeiung in der prophezeiung aber der könig treibt es jetzt aus die aber sprachen zu david und sagten du wirst hier nicht hereinkommen, Sondern die Blinden und die Lahmen werden dich vertreiben. Denn sie dachten, David kann nicht hier hereinkommen. Aber David nahm die Burg Zion ein. Äh, Zion ist die Stadt Gottes, ist die himmlische Stadt. Das ist die Stadt Davids. Und jetzt sagt man, dass hier, das ist die Stadt Davids, das ist Zion. Aber im Prinzip, das wissen wir, dass Zion oder Jerusalem ist die Stadt von Gott. Da wo Gott thront. Kommst du mit? Also, wir kommen der Sache näher. Über die Einwohner von Jerusalem wird Gott seine Gnade ausgießen. Wir kommen auf den Vers gleich zu sprechen. David schreibt noch einiges über Jerusalem. Hier ist ein Beispiel: Psalm 135, fange ich da mal an. Hier steht Psalm 35, hier Vers 1. Lobt den Herrn, lobt den Namen des Herrn, lobt ihn, ihr Knechte des Herrn. Und dann hier, Haus Israel lobe den Herrn, haus Aaron lobe den Herrn, haus Levi lobe den Herrn, die er den Herrn fürchtet, lobt den Herrn, gelobt sei der Herr von Zion aus. Er hat doch gerade gesagt, dass er die Stadt eingenommen die Stadt Zion. Naja, aber lobt. Lobt den Herrn, wie es hier steht. Gelobt sei der Herr von Zion aus, er, der in Jerusalem wohnt, halleluja, damit ist Gott gemeint. Also Gott wohnt in Jerusalem. Ich habe es schon einige Male andere Stellen auch vorgelesen. Du wirst das Thema schon kennen. Noch hier ein Vers 122, Psalm. Und hier steht, ich freue mich an denen, die zu mir sagen, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Okay, das heißt, das, was David hier meint, ist die Stadt Gottes. Okay, um das Haus des Herrn, unseres Gottes Willen, will ich dein Bestes suchen. Er sagt, betet für Jerusalem. Bittet für den Frieden Jerusalems. Es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Friede sei in deinen Mauern und sichere Ruhe. In deinen Palästen. Also, David bittet für die Stadt Jerusalem, das, was hier das Abbild auf der Erde sein sollte zu der Zeit. Er nennt es auch Zion. Okay? Er nennt es auch Zion, aber er sagt gleichzeitig, da wo Gott thront. Also, es ist nur ein Abbild. Wir reden hier von das himmlische Jerusalem. Also, die Gnade wird also ausgegossen über den Einwohnern von Jerusalem. Ich hoffe, es etabliert sich, was hier gemeint ist, aber wie? Wie wird die Gnade über den Einwohnern von Jerusalem ausgegossen, wenn Atomkrieg und Seuchen und Hungersnot etc. hier toben und wir sind mittendrin und keiner wurde entrückt? Okay, diese falsche, abtrünnige Lehre, dass Menschen werden hier rausgeholt, weil sie an Jesus glauben, Entrückung. Das kommt in der Bibel nicht vor. Ich hoffe, du bist wachsam in der Zeit. Wo ist jetzt Gnade inmitten dieser ganzen Materie und Sachen, die hier passieren? Welche Gnade wird ausgegossen über den Einwohner von Jerusalem? Okay. Was wollte ich lesen? David hat gesagt, die Stadt David oder Zion. Aber wir haben gelesen, dass Zion ist ja im Himmlischen. Jetzt hier im Hebräer. Da steht, das ist Kapitel 12, und hier, ich will nur ein paar hier rausnehmen, 12. Er sagt, und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, als die Gebote empfangen haben am Berg Sinai, ich bin erschrocken und zittere, also damals, als die Kinder Israels, 2. Mose, Kapitel 20, das erfahren haben. Aber er sagt, dass ihr seid aber zu einem anderen Berg gekommen, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engel. Okay, also die Einwohner von Jerusalem, sind das jetzt die Engel, die in Jerusalem leben oder sind das die Menschen, die auf der Erde leben. Aber wenn sie auf der Erde leben, wie sind sie dann die Einwohner von Jerusalem? Naja, was hat es mit dem Buch des Lebens auf sich? Welche Einwohner werden aufgeschrieben in welchem Buch? Kommst du mit? Okay, das war Hebräer 12 und noch ein Part der Bekannte von Paulus. Galater 4, kommst du soweit hier mit? Ja, diese Sachen, die wir gerade hören, die sind erschreckend, aber unser Herz soll auf das gerichtet sein, was unser Schöpfer uns sagt. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte: einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der freien aber Kraft der Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn. Dieses nämlich sind die zwei Bündnisse. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen, Jerusalem, als er noch lebte, Paulus, war Jerusalem noch intakt vor der Zerstörung. Das Jerusalem, was wir jetzt hier heute sehen, wieder aufgebaut, kommt also nach der Zerstörung aus dem Jahre 70 nach Christus. Aber Paulus schreibt von dem damaligen Jerusalem und er sagt, dass das irdische Jerusalem entspricht sozusagen die Knechtschaft. Denn Hager bedeutet den Berg Sina in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Naja, ist es ist nur die, die jetzt an das irdische Jerusalem glauben oder es ist was geistiges. Sprich, die ganze Welt ist vielleicht in diesem Gedankengut. Okay? Das obere Jerusalem aber ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen. Also die Bibel ist voll davon. Wir müssen nur hinhören. Das Jerusalem, was gemeint ist, ist das neue Jerusalem. Und wie sind jetzt die Einwohner jetzt gesegnet? Lass uns mal hier lesen, das, was wir vorhin gesagt haben. Wer sind die Nachfahren von Abraham? Wer ist Israel heute? Auf was warten wir? Ich lese mal, gibt es viele Verse, aber nur einiges davon. Ja, ich fange mal an, Jeremia. Jeremia. Und hier. Hier über die Drangsal. Wer? Denn groß ist dieser Tag. Keiner ist ihm gleich. Und eine Zeit der Drangsal ist es für Jakob. Jetzt, Jakob, siehst du, hier ist nur ein Mann. Aber Jakobs Name wurde ja zu Israel umgeändert. Und mit Jakob ist gemeint Israel. Aus Israel oder aus Jakob kamen die zwölf Söhne, daraus wurden zwölf Stämme und daraus wurde eine Nation. Und wenn Gott hier in Jeremia spricht, dann meint er diese Nation. Aber diese Nation sowie das irdische Jerusalem stellt ja was dar. Er stellt ja eine Nation dar oder beziehungsweise ein Volk muss nicht politisch sein, kann politisch sein. David und Salomo hatten auch eine Art von politischer Macht oder politisches Wirken. Aber gemeint ist das geistige Konstrukt. Ein Volk abgesondert für Gott. Das mit Jakob oder mit Israel gemeint. Ja? Das heißt, gibt es eine Nation noch in der Endzeit, die sich zu Gott stellt, die auf Gottes Seite ist, sichtbar, wo Gott seine Gnade ausgießen wird? Hier steht: weh, denn groß ist dieser Tag. Keiner ist ihm gleich und eine Zeit der Drangsal ist es für Jakob aber er wird aus ihr errettet werden. Also Jakob wird aus dieser Drangsal alles was über die Welt hier kommt, wird Jakob errettet werden. Das ist Jeremia 30 Vers 7. Und jetzt hier der Part mit die Gnade über die Einwohner von Jerusalem, das ist Achaia, Nur ein Vers Zachaja 12 ist es. Kommst du mit? Habe Mut in diesen Zeiten, auch wenn es manchmal schwer scheint. Und hier ein langer Part eigentlich. Aber ich fange mal an. Dies ist die Last, das Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Siehe, ich mache Jerusalem. Zum Taumelkelch für alle Völker ringsherum und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran Wundreißen und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln. Jetzt klingt es so. Und diese Reise hat man vielleicht mal angefangen, dass man sagt, das jetzige Jerusalem, weil es ja Jerusalem nicht nur auf der Landkarte ist, sondern sogar hier in der Bibel, dann ist das gemeint. Das heißt, der Zyklus oder der Trend bis jetzt war eventuell, dass Jerusalem wurde immer zerstört und wurde belagert, aber bei der Belagerung wird Gott es erlösen. Das wäre ein neuer Trend. Wenn eine Zerstörung über... Jerusalem prophezeit wurde, wie zum Beispiel die 70 Jahrwochen von Daniel Kapitel 9. Okay, da stand nicht, dass Gott wird kommen, um Jerusalem zu verteidigen. Aber jetzt plötzlich hier im Buch Sachaia scheint sich dieses Bild zu ändern, dass es wird wieder ein Jerusalem geben. Wir kommen noch mal gleich auf diese Karte zu sprechen. Aber dieses Mal wird Gott es verteidigen. Nun Jetzt ein bisschen Vorsicht geboten, da wir jetzt wissen, dass das wahre Jerusalem ist, das Himmlische ist die Frage, welche Völker sind gekommen, um gegen Jerusalem zu kämpfen. Die ziehen zwar auf, sind auch in Jerusalem bei dieser entscheidenden Schlacht, aber kommt Gott, um das irdische Jerusalem zu verteidigen? Ist das, was er tut? Oder kommt er, um etwas anderes zu etablieren und gießt dabei seine Gnade über die Einwohner von Jerusalem aus? Kamst du bis jetzt mit? Also für mich ist es deutlich, was ich dir hier erzählen will, aber wenn die Daten ein bisschen viel sind und du sagst, wie hängt das alles vielleicht zusammen, kann ich immer nicht verstehen, wie du es gerade aufnimmst wenn du auf der anderen Seite des Schirms bist. Ich versuche es nochmal zusammenzudichten. Aktuell haben wir Kriegsmeldungen, nicht nur Kriegsgerüchte, einiges passiert. Ist es nur Säbelrasseln? Kann es zum Atomkrieg werden? Bleibt offen. Auf jeden Fall haben wir eine große Verheerung, was über die ganze Welt kommt. Okay? Dabei wird gesagt, dass aber in dieser Zeit über die Einwohner von Jerusalem wird Gnade ausgegossen. Das Verständnis ist jetzt heißt es, dass wir, wenn wir gläubig sind und wir warten auf die Wiederherstellung aller Dinge durch die Hand Gottes, wenn Gnade ausgegossen wird über Jerusalem und es gibt ein Jerusalem, welches wir fassen können, wir aber wissen, dass Jerusalem kann nur ein Sinnbild sein. Es kann nicht sein, dass nur die Menschen, die in Jerusalem leben, sind gemeint, sondern vielleicht ist damit die ganze Nation gemeint, Israel. Denn Israel ist ja die Nation, die den Bund hatte mit Gott. Ist das gemeint, dass Gott jetzt besondere Barmherzigkeit über diese Nation widerfahren wird? Ist das eine mögliche Auslegung? Heißt es dann, dass eine Nation in der Endzeit gut wegkommt, weil es sich zu Gott platzierte? Heißt es dann, dass diese Nation wird nicht dabei sein, wenn alle Nationen aufmarschieren, um gegen Gott zu kämpfen im Teil der Entscheidung? Oder ist etwas anderes mitgemeint, wenn Gott sagt, er wird seine Gnade ausgießen über die Einwohner von Jerusalem und dann ist die Frage, Was hat es mit dem Buch des Lebens auf sich? Kam es mit? Also ein nicht so kompliziertes Thema. Ich versuche dir noch ein bisschen, Daten dazu zu geben. Okay. Also Gott hat gesagt, dass alle werden hier gegen Jerusalem aufziehen, aber die ziehen gegen welches Jerusalem auf? Und ist der Kampf hier nur ein Exempel für den geistigen Krieg, der eigentlich gegen das himmlische tobt, aber nur hier wird es ausgetragen? Kommst du mit? Genau das ist es. Machen wir es nicht spannend. Das ist hier der Ort, wo es ausgetragen wird, aber der Kampf, der tobt woanders. Und hier, ich kürze es ab, und der Herr wird zuerst die Zelte Judas erretten, damit der Stolz des Hauses David und der Stolz der Bewohner Jerusalems sich nicht über Juda erhebt. An jenem Tag wird der Herr die Einwohner Jerusalems beschirmen, so dass an jenem Tag der Schwächste unter ihnen sein wird wie David und das Haus David wie Gott wie der Engel des Herrn vor ihnen her. Und es wird geschehen an jenem Tag, dass ich danach trachten werde, alle Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken. Also dieses Bild ist ganz klar hier, was hier beschrieben wird. Okay, kommst du mit? Das heißt, hier ist eine Verheißung über die Einwohner von Jerusalem und das ist hier ein Bild aus der Endzeit. Okay, jetzt haben wir da einige Daten zusammengedichtet. Und ähm, jetzt gucken wir uns einmal dieses Konzept an. Gibt es irgendeine Nation, die aber in der Endzeit sich zu Gott platzieren oder zu Gott stellen wird? Was sagt die Bibel dazu? Was sagt die Bibel über dieses Thema von Mahlzeichen? Hier steht, wenn der Antichrist kommt. Und das Tier, das ich sah, Offenbarung 13, glich einem Panther und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Schau dir die Offenbarungsserie dazu an. Ich habe dieses Tier jetzt schon x-mal erklärt. Und dieses Tier macht Vollnis. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet. Und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Okay? Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Also die ganze Erde. Hier steht nicht drin, dass irgendeine Nation besonders herausstach. Okay? Aber im Gegensatz, und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen. Das Tier führt Krieg mit den Heiligen. Also sprich, im Prinzip, diese ganzen Nationen führen Krieg nicht mit irgendeiner Nation, sondern mit einer bestimmten Menschengruppe. Und diese Menschengruppe, die bekriegt wird in diesem ganzen Tumult, das sind eigentlich die Einwohner von Jerusalem, die Gott beschirmen wird. Okay? Kommst du mit? Weil die Bibel ist ganz klar, dass alle Nationen ziehen damit, dem Tier, dem Drachen hinterher, um gegen Gott zu kämpfen. Okay? Atommacht, Atomkraft hin oder her. Nuklearwaffe wurde eingesetzt hin oder her. Welch eine Nation. Oder was wieder aufgebaut wurde, hin oder her. Bibel, wenn ich das lese, sagt mir ganz klar: alle Nationen sind gegen Gott. Und die zeigen ihre Feindseligkeit gegen Gott, weil sie die Heiligen verfolgen. Okay? Das ist, was die Bibel sagt. Guck mal hier: hier steht etwas. Hier steht, dass dieses Tier wieder, und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Also das Bild ist ja ganz klar, die ganze Welt dient dem Drachen, alle Nationen steht hier drin, keiner ist davon gekommen, dass irgendeine Nation sich zu Gott gestellt hat, sondern waren diese sich sogar einst, die Heiligen zu verfolgen, aber Gott wird den Einwohnern, von Jerusalem beschirmen. Naja, die Einwohner, die sind ja irgendwo gelistet. Wo sind die Einwohner von Jerusalem gelistet? Dass sie markiert wurden und dass man weiß, wer die sind. Kommst du mit? Hier steht drin und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten ein Malzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Also hier lese ich nicht davon, dass irgendeine Nation aber besonders herausgestochen ist, dass diese Nation jetzt auf der Seite Gottes war. Das heißt, die Heiligen sind also in der ganzen Welt verteilt und sie werden verbunden durch eine Sache. Sie lieben Christus. Kommst du mit? Das ist die Beschirmung, die Gott stellen wird. Heißt aber nicht, dass sie nicht umkommen oder dass sie hier keine Drangsal durchmachen. Das betrifft die auch. Der Unterschied ist nur, dass sie gehören zu Gott und sie werden am Ende mit hineingehen in das neue Jerusalem. Macht soweit Sinn? Anders kannst du diese Bibelstellen nicht auslegen. Guck mal hier. Hier steht drin. Auf Morgen 16. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Es sind nämlich... Dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises. Die Bibel ist da unmissverständlich. Okay? Diese Verführung erreicht was? Den ganzen Erdkreis. Um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Und er versammelt sie an den Ort, der auf hebräisch Hamageddon heißt. Also bis jetzt lese ich, dass alle Nationen, alle Nationen, die du hier siehst, haben sich gegen Gott positioniert. Keine Ausnahme. Okay? Findest du eine andere Bibelstelle dazu? Findest du etwas anderes als das, was wir hier bis jetzt gelesen haben? Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun, ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Also hier steht, dass alle Nationen wurden damit reingerissen. Ich könnte noch viel, viel mehr lesen, aber hier ist doch die Sache jetzt klar, dass keine Nation, egal wie es heißt, ob man denkt, sie wäre eigentlich von Gott geführt oder durch Gott geformt. Keine Nation kommt hier raus, dass diese sich zu Gott platzierte oder zu Gott stellte. Sondern komplett die ganze Erde ist korrupt geworden. Egal, wer jetzt hier zum Angriff ausrückt oder wer jetzt hier zurückschlägt. Alles ist Teil des Gleichen. Das ist das Bild der Bibel. Aber es bleibt jetzt die über, die jetzt besondere Gnade erfahren werden durch Gott. Naja. Das sind die Heiligen, die getötet wurden, die verfolgt wurden in der Drangsal. In Offenbarung 13, Vers 7, hier steht drin, hier nochmal das Tier, und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Die Bibel wiederholt es die ganze Zeit. Es gibt keine einzige Nation, egal wie diese Nation heißt, die angeblich auf Gottes Seite ist. Ja, weil alle Nationen in der Endzeit sind politisch geführt. Wir haben am Anfang gesagt, dass die politische Führung, das sieht erstmal säkulär aus, aber dadurch werden geistige Dinge ausgefochten oder ausgehandelt. Und die kommt zu einer. Spitzenentscheidung, eines Tages wird sich alles gipfeln, der Weg dahin ist das, was wir jetzt hier gerade vor Augen haben dass genau das hier wird passieren und es muss passieren es wird noch schlimmer werden und die Heiligen aber, die zu Gott gehören die werden gequält oder verfolgt werden durch das Tier, aber sie werden beschirmt durch Gott, das heißt ihre Zuflucht ist das, wie wir es in Jeremia 30 gelesen haben ist ein Tag der Drangsal für Jakob aber damit sind nicht nur die zwölf Stämme gemeint. Petrus kam zu dieser Offenbarung einige Jahre später, was Gott eigentlich vorhatte: nämlich, dass alle Nationen, die Gott lieben, alle Menschen, so aus allen Nationen, die Gott lieben, gehören zu seinem Volk. Guck mal hier: Petrus, er sagt hier in Kapitel 10, Apostelgeschichte, und. Als Petrus über dieses Ereignis spricht im Haus Cornelius, da tat Petrus den Mund auf und sprach, Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Okay? Das heißt, alle Menschen, es hat nichts zu tun mit den zwölf Stämmen, ja... Das war der Anfang, aber jetzt die Botschaft von Jesus Christus. All die, die diese Botschaft annehmen, das sind die, die halt zu den Einwohnern von Jerusalem gehören. Auf die kommt es an. Wenn du dazu gehörst, dann ist das dein Vermächtnis. Ein Vers noch aus der Offenbarung, damit wir es hier gemeinsam mal lesen. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Das Bild hier ist, dass die Bibel ist unmissverständlich, es ist nur die heutige Lehre, die es verdreht. Dass dieses kommt über die ganze Welt. Die Gläubigen, die an Jesus glauben, erleiden ganz viel Drangsal. Viele, vielleicht sogar fast alle sterben in dieser Drangsal, ob jetzt durch Atomkrieg oder durch Seuchen. Was ist jetzt das angenehmere, okay? Aber die, die, die gestorben sind, nicht irgendeine Nation, okay, egal wie sie heißen mag, okay, das ist nicht was eine Rolle spielt. Alle Nationen haben wir es ja mehrfach vorgelesen werden ausrücken, um gegen Gott zu kämpfen im Tal der Entscheidung. Alle Nationen sind sich eins, ja, die Menschen aus den gleichen Nationen, die aber Gott lieben und an Jesus sich hängen zu töten und zu verfolgen. Das wird das Endbild sein. Und die, die getötet wurden und die verfolgt worden sind, die die halt als die Einwohner von Jerusalem hier bekannt oder deklariert werden kommst du mit? Dann noch ein paar Verse zu zum Schluss. Und ich habe einiges wiederholt, damit wir es verstehen, aber das ist unser Los, das ist was auf uns zukommt und Gott sagt: Glückselig sind die die halt da in Christus gefunden werden bis zum Schluss. Guck mal hier. Und hier steht drin, Vers, guck mal hier, wer jetzt Anrecht hat zu der Stadt auf Bau 22, hier ist ein Vers. Glückselig sind, die seine Gebote tun damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Das heißt, die, die halt durch die Stadt eingehen können, sind die, die im Buch des Lebens geschrieben wurden. Kommst du mit? Die, die halt geschrieben wurden im Buch des Lebens, sind die Einwohner von Jerusalem. Das ist die Bedeutung vom Buch des Lebens. Das Buch des Lebens hat die aufgeschrieben, die zu Jesus gehören. Und die zu Jesus gehören, dürfen in die Stadt hinein. Steht hier drin. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Das sind die, die im Buch des Lebens geschrieben wurden. Denn hier nochmal ein Vers dazu, und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Toten, das Totenreich, wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und das deckt sich mit dem, was wir hier lesen. Dass die, die halt die Gebote halten, haben Anrecht, durch die Tore in die Stadt eingehen zu können. Kommst du mit? Also, das heißt, die, die halt im Buch des Lebens stehen, sind die Einwohner von Jerusalem, vom himmlischen Jerusalem, die die eingeschrieben worden, das sind die, die Gottes Willen tun. Ein Vers nochmal hier, das kann jetzt hier den ganzen Abend noch so gehen, aber es gibt viele Verse dazu. Hier Philippa Kapitel 4, das ist nur ein Vers, Paulus sagt etwas, er sagt hier, über seine Mitknechte und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihre an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern deren Namen im Buch des Lebens sind die die, die im Buch des Lebens sind sind die die für Christus eifern die ihn folgen die seine Gebote halten die an ihn sich hängen das sind die die als Einwohner von Jerusalem gemeint sind hat nichts mit irgendwelchen natürlichen Stämme zu tun oder wer aus den Länden kommt oder dass du zu irgendeiner Stadt musst, um die Feste zu feiern. Die Reise mag mal so angefangen haben, dass du die Prophetien gelesen hast. Jerusalem wird Gnade bekommen. Die Einwohner von Jerusalem werden beschirmt. Du denkst jetzt vielleicht, dass vielleicht etwas, was wieder aufgebaut wurde, ist damit gemeint. Schauen wir uns mal ganz kurz die Historie an. Was sagt die Bibel dazu? Wir wissen, dass das Greuel der Verwüstung hat Daniel vorausgesagt über den zweiten Tempel. Damit ist gemeint, dass der Tempel wurde zum Gräuel und die Verwüstung kommt über dieses Gräuel. Dieses Gräuel der Verwüstung, es kommt im Hebräischen so gar nicht vor, kann man gar nicht sagen. Okay? Damit ist gemeint, dass, weil der Tempel ja in Jerusalem steht oder stand, dass die ganze Stadt und der Tempel wird zerstört werden. Es passiert zum ersten Mal unter Nebuchaneser. Es kannst du lesen im zweiten Buch Chronik Kapitel 36. Nebuchaneser kam, brannte die Stadt nieder. So, es könnte jetzt noch weitergehen. Jeschua sagt, nicht ein Stein wird über den anderen hier stehen bleiben, wenn die, wenn die Verheerung oder die Zerstörung komplett ist. Das passiert im Jahre 70 nach Christus. Also sprich der Zyklus. Und der Trend um das irdische Jerusalem bis jetzt war immer der, dass es gut angefangen hatte, aber zum Schluss durch Gottes Hand, andere Nationen haben es ausgeführt, wurde es zerstört, weil es rebellisch war gegen Gott. Das war der bisherige Trend. Denn das Jerusalem, um was es wirklich geht, ist das neue Jerusalem. Aber noch wohnen wir hier auf der Erde. Und hier auf der Erde haben wir die Möglichkeit diesen Kampf auszufechten, dass wir sagen, wir gehören zu ihm, wir gehören zu Gott. Die Nationen der Welt aber, sagt die Bibel, alle Nationen folgen den Antichristen. Zum Schluss werden diese sich vereinen. Alle Nationen, egal wie es heißt oder wie es mal angefangen hatte, wird am Ende sich gegen Gott positionieren. Die Gläubigen werden in diesem System fast alle umkommen. Ob das jetzt der Atomkrieg ist oder Lava bricht irgendwo aus. Oder durch Hungersnot oder Seuchen. Was davon ist jetzt das Bessere? Verheerung heißt Verheerung. Ich freue mich gar nicht drauf, aber das ist, was passieren muss. Es ist so vorausgesagt worden. Die einzige Hoffnung, die Beschirmung, die jetzt passiert, ist, dass wir wissen, wir sind im Buch des Lebens eingeschrieben, wenn wir die Charaktereigenschaften von Christus nachahmen. Jetzt ist die Zeit aufzuräumen. Jetzt ist die Zeit, die Reise richtig hier aufzustellen. Dass man nicht nach irgendwas hier guckt oder eifert oder angeblich die Tora hält oder zurück zu irgendwelchen Wurzeln, weil man glaubt, da ist die Verheißung. Jetzt heißt es, eine persönliche, individuelle Beziehung zu Jesus aufzubauen, umzukehren von den Sünden, aufzuräumen, Schluss mit den Unsinn Listen rumzuschicken, über welcher Fisch hat Schuppen, was ist rein, was für Mehl muss gebracht werden zur Matze, als ob das die Tora ist, ja? Bis zum heutigen Tag. Siehst du, dass Menschen sich austauschen, wo sie Lebensmittel herkriegen können. Da ist es besser, dass man von der äh, Kette was kauft, weil da ist es reingemacht worden, als ob das die Gebote sind. Weil da steht drin, die halt die Gebote Gottes halten. Aber damit ist gemeint die Charaktereigenschaften. Das kommt an erster Stelle. Und wenn nachdem du dieses Ganze gemacht hast, du noch Zeit hast für die anderen Sachen, dann mag es so sein. Aber um sicherzustellen, dass du im Buch des Lebens äh, eingeschrieben wirst oder bist. Heißt, du lebst nach den Eigenschaften von Christus. Je mehr das System Fahrt aufnimmt, je mehr kommen Beschlüsse, wo du immer kenntlicher wirst. Du gehörst nicht dazu. Du machst nicht mit. Du bist nicht rebellisch, aber du kannst dem nicht befolgen. Nach und nach, jetzt schon vorlaufender Kamera öffentlich siehst du, dass Menschen werden hier drangsaliert, Dinge passieren, die vor zehn Jahren so nie passiert wären. Die kriegen keinen Schutz oder dass sie unterstützt werden, sondern die leiden da einfach weiter. Du hast jetzt vielleicht in letzter Zeit Vieles gesehen, wo die Öffentlichkeit sogar sagte, man soll es nicht mehr publizieren oder kommunizieren, weil es schon längst begonnen hat. Wir sind gerade mittendrin. Es nimmt gerade Fahrt auf. Also dieses, was ja gerade passiert, ja, ist ein Teil des Ganzen. Aber keiner jetzt gerade in der Bandbreite der ganzen Welt ist jetzt besonders hier genannt worden in der Bibel, dass der oder die Nation sich zu Gott positionieren wird, sondern einzelne Individuen, die zu Gott gehören. Die sich an Christus gehängt haben. Bist du mitgekommen? Konntest du aus diesem ganzen etwas Sinn Da, das Schließen. Ich hoffe, dass es klar wird, wo die Reise hingeht. Wir haben ja schon einige Male angesprochen. Schau nicht auf irgendwelche Riten oder Traditionen. All das, was hier passiert, die ganze Welt arbeitet mutwillig mit an diesem Ziel. Gott hat vorausgesagt, dass Buße wird nicht getan, sondern zum Schluss muss er alles. Hier wirklich richten. Es reift alles gerade für das endgültige Gericht. Und äh, das ist hier ein Beschluss von Gott. Er versammelt alle Nationen dort. Das kann ich nochmal vorlesen. Das ist Psalm 2. Schon lang der Vortrag, aber ich könnte noch viel, viel vorlesen. Psalm 2 und dann nochmal Offenbarung 19. Da siehst du dieses Bild. Das schließt sich dort. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Das Wort im Hebräischen ist Maschir, der Gesalbte. In dieser Form, da spricht David über was er durchmachte, weil er war ein Gesalbter. Aber die höhere Prophetie ist, dass die kämpfen gegen Gott und gegen seinen Gesalbten. Und die sagen was? Lass uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, der wo thront, in Jerusalem lacht, der Herr spottet über sie. Und ähm, du siehst aber hier, dass dieses Bild sich vervollständigt. Also die sind alle gesammelt, um gegen Gott zu kämpfen und in Offenbarung, wenn Christus wiederkommt, dieses Bild findet er vor Offenbarung 19 und du siehst das Tier von welches weder vorher gelesen haben, Vers 19, und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die Verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbieteten. Die beiden wurden lebendig in den feurigen wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Also das Ende des Systems ist, es kommt um, Gott wird es vernichten, aber die Seinen, die umgekommen sind in der Drangsal, die stehen im Buch des Lebens. Möge das du sein und deine Familie und ich und meine Familie und viele, viele Menschen, mögen wir für alle Nationen beten, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass so viele wie möglich da rausgerissen werden, nicht das Mahlzeichen anzunehmen, dass sie wirklich zu Einwohnern des wirklichen Jerusalems gehören. Ich hoffe, der Vortrag konnte für dich Sinn machen, dass du einiges verstanden hast, wo es hingeht. Genau das muss passieren. Es ist der Anfang von Pein und von viel Leid. Und äh, wir müssen ausharren. Und Gott wird uns helfen, er wird seine Gnade ausgießen über die Einwohner von Jerusalem. Das sind die, die halt im Buch des Lebens stehen. Wenn der Vortrag dir gefallen hat und du konntest was daraus lernen, du kannst gerne teilen. Du kannst den Kanal gerne abonnieren, die Arbeit, die ich ja mache, die wird unterstützt durch die Zuschauer, die es sich anschauen und auch unterstützen. Wie du es unterstützen kannst, das findest du in der Infobeschreibung von diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir.